Danke, dass ihr mich als alten Fischkopf immer wieder hier einladet zu eurem Aschermittwoch. Und ich will offen einräumen, dass ich, als ich das erste Mal vor 2 Jahren hier war und bevor ich mit euch Landtagswahlkampf führen durfte, Respekt vor Bayern hatte. Vor der besonderen Tradition, der besonderen Art, bayerisch zu sein. Und dann hier zu reden als Fremder sozusagen, das muss nicht automatisch gut gehen und muss auch heute nicht automatisch gut gehen. Aber ich habe was gelernt und deswegen ist es, und das sage ich nicht überall, wirklich ein Privileg, hier eingeladen zu sein und in Bayern Teil eurer Bürgerbewegung, so möchte ich es formulieren, zu sein. Denn im bayerischen Wahlkampf, im Landtagswahlkampf im September 2018 ist etwas Außerordentliches passiert. Erinnert euch daran, wie der politische Diskurs die 3 Jahre davor war. Es war eine Zeit, wo alle am Ende glaubten, selbst die bürgerlichen Parteien der Mitte am Ende glaubten, man gewinnt politische Mehrheiten in Deutschland nur noch, indem man Hass und Hetze predigt, indem man dem rechten Populismus hinterherplappert. So wurde der Wahlkampf angelegt und er ist gescheitert an den Menschen in Bayern. Es war die Zivilgesellschaft in Bayern, die Zivilcourage gezeigt hat und bei allen politischen Unterschieden ein starkes Signal gesendet hat. Tradition bedeutet Vielfalt und nicht Einfalt. Und das war großartig, das zu erleben, diesen Zivilcourage zu erleben, hat mir Mut gegeben, als Norddeutscher hier noch einmal zu sein. Aber das, was im bayerischen Wahlkampf ausgesendet wurde, war eine Kehrtwende in der deutschen Politik. Dafür noch einmal danke. Ihr, eure Leute, ihr habt es geschafft, die politische Stimmung in Deutschland zu drehen. Denn danach kam Fridays for Future, danach kam Unteilbar, danach kam eine Europawahl, die nicht zum Durchmarsch des Rechtspopulismus geführt hat. Danach kam das politische Signal, in Deutschland kann man politische Mehrheiten anders gewinnen, indem man stumpf hinterherplappert, was Rechtspopulisten eigentlich wollen. Wenn Volksmund zu Volksmundgeruch wird, dann sagt Bayern Stopp. Das habt ihr damals gemacht und das ist wichtiger denn je, das zu erinnern. Und trotzdem stehe ich heute hier und denke, es ist vielleicht die schwierigste Aschermittwochssituation, die man sich denken kann. Denn die Tradition des Aschermittwochs, die mal deftig austeilen, persönlich beleidigen, findet vor einem Hintergrund statt, wo wir wissen, dass persönliche Beleidigung und das persönliche Bloßstellen Menschen aussetzt und Menschen zu Opfern machen kann. Wie reden wir also Klartext und deutlich, ohne dem Populismus, der sich frisst in die Gesellschaft, noch weiter Munition zu geben? Das ist eine besondere Aufgabe und ich finde, 2 Sachen gehören sich nicht. Dümmliche Verunglimpfungen von Personen und sich dümmer machen, als man selber ist. Also lasst uns einen Aschermittwochsdiskurs und einen politischen Diskurs in der Kommunalwahl führen, der die politische Auseinandersetzung sucht, aber ein Heilsdiskurs ist, ein zusammenführender Diskurs ist. Richtig streiten heißt nicht Menschen bloßstellen. Das geht in diesen Zeiten nicht. Und ich rede nicht nur von Politikern und Politikern, sondern ich rede nach den Anschlägen von Hanau über all die Menschen, die Ängste und Einsamkeitserfahrungen haben, weil sie wissen, dass sie potenzielle Mordopfer sind. Und wir müssen es aussprechen. Jeder hat hier sein Päckchen zu tragen. Jeder hat seine Alltagsprobleme. Jeder, der Kommunalpolitik macht, jeder, der für die Grünen oder auch für andere Parteien Kommunalpolitik macht, weiß, dass er Zielscheibe von Spott und Hass und Hohn ist. Und wenn ich das kurz einbauen darf, und wenn Gerichte auch noch die unseligsten sexualisierten und gewaltverherrlichten Beschimpfungen als Meinungsfreiheit legitimieren, wie es Renate Künast passiert ist, dann kann man das nur als falsch zurückweisen, weil diese Verunglimpfung das Gemeinwesen zerstört. Wir dürfen nicht alles, was man sagen kann, sagen. Aber es wäre falsch zu sagen, wir alle sind betroffen von Hass und Hetze im gleichen Maße. Sondern das, was wir im Moment in Deutschland erleben, ist
eine perfide Strategie, dass Menschen, die besondere Schutzräume brauchen, weil sie nicht eine Selbstverständlichkeit voraussetzen dürfen, in diesen Schutzräumen angegriffen werden. Jüdisches Leben in Deutschland, muslimisches Leben in Deutschland, das steht besonders auf dem Fokus. Und zwar nicht durch Angriffe auf ihre Institutionen und Funktionsträger, sondern da, wo Alltag am zerbrechlichsten ist, in ihren Bars, in ihren Kneipen, in den Gebetshäusern, auf dem Gemüsemarkt, da werden sie attackiert. Und wir haben zu lange weggeschaut. Wir haben zu lange als Gesellschaft es dulden lassen, dass man über Döner Morde oder jetzt über Shisha-Morde spricht. Dieser Angriff soll die Selbstverständlichkeit, die Normalität zerstören. Und wir müssen Schluss machen mit dem Wegducken. Wir müssen unmissverständlich das Signal aussenden, wer das selbstverständliche Vielfaltsleben in Deutschland angreift, kriegt es mit der entschiedenen Gegenwehr der Gesellschaft zu tun. Je härter die Angriffe sind, desto offensiver werden wir die Selbstverständlichkeit ins Schaufenster stellen. Je mehr Leute rausgedrängt werden sollen aus dem Alltag, desto mehr machen wir sie zu Teilen unseres Alltags. Je mehr Menschen über Einfältigkeit und Ausgrenzung reden, desto stärker holen wir sie rein in unsere Gesellschaft. Das ist das Gebot der Stunde und ich setze auf die Zivilcourage der bayerischen Zivilgesellschaft, dieses Signal unverständlich auszusetzen. Aber es ist natürlich auch ein Auftrag an die Politik. Und zu lange wurde rechter Terrorismus und Rechtsextremismus als Nischenphänomen weggedrückt. Zu lange war Hans-Georg Maaßen Chef des Verfassungsschutzes und wurde gelobt. Und dann noch sollte er entlassen werden und befördert werden. Zu lange wurden rechtsextreme Gefährder nicht auf den Radar des Verfassungsschutzes und des Staates gebracht. Ihr wisst vielleicht, dass wir 700 Gefährder im islamistischen Spektrum in Deutschland haben. Wie viele rechtsextremistische Gefährder? 43. Wie viele Morde im rechtsextremistischen Spektrum gab es seit 1990? 200. Ein krasses Missverhältnis. Ein Missverhältnis, das ein politischer Handlungsauftrag ist. Ein Handlungsauftrag, nicht nur hinzusehen, sondern mit der vollen mit dem vollen Druck des Staates gegen diese Strukturen vorzugehen. Wir haben 186.000 Haftbefehle in Deutschland, die nicht vollzogen werden. Ja, 186.000 Haftbefehle, die nicht vollzogen werden. Das ist inakzeptabel. Und fangen wir mit den Nazis an. Bringen wir sie hinter Schloss und Riegel, da wo sie hingehören. Wir brauchen ein Schutzschild des Anstandes in der Gesellschaft und in der Politik, ein Unterhaken, ein Neu-Nachdenken, was eigentlich die Identität dieses Landes ist. Und in einer Zeit, wo politische Führung so erforderlich ist, haben wir es mit einem Komplettausfall der Volksparteien zu tun. Wir haben uns an die Sehnsucht nach Bedeutungslosigkeit der SPD schon fast gewöhnt. Jetzt kommt auch noch die chaotisch demoralisierte Union hinzu. Und das ist ein ernstes Problem, weil das Selbstverständnis dieser Partei ja immer war, aus dem Zentrum der Gesellschaft heraus zu beruhigen, Probleme zu lösen, den Laden zusammenzuhalten. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass vor den Präsidiumssitzungen der Union die Leute jetzt ihre Handys abgeben müssen. Dass nicht mehr aus den Sitzungen heraus getwittert oder was immer da getan wird, gemacht wird. Das Misstrauen ist so tief in diese Partei eingefressen, dass man mit diesem Misstrauen kein Vertrauen gewinnen wird. Und wer sich nicht vertraut, wer keine Vertrauenskultur an den eigenen Reihen hat, wie soll der Vertrauen der Bevölkerung erlangen? Das ist ein zentrales Problem unserer Zeit in einer Phase, wo Vertrauen in staatliches Handeln, in die Institutionen, in Parteien, in das Zusammenwirken der Gesellschaft alles ist, werden wir regiert von zwei Parteien, die sich selbst nicht vertrauen, die auch noch Misstrauen untereinander haben. Das ist eine demokratische Lücke, die sich da auftut und die ein extremes Problem für unsere Zeit ist. Das Schiff der Union hat sich losgerissen. Sie glauben, sie sind die Kapitäne, aber sie sind vielleicht auch Kapitäne auf Bord,
aber kein Anker mehr, kein Ruder mehr, kein Hafen in Sicht mehr. Das Schiff treibt über den offenen Ozean. Der Führungsanspruch ist nur noch nach innen gerichtet. Es darf nicht untergehen, das Schiff. Aber dass man eine Fracht zu transportieren hat, Menschen miteinander verbinden soll, das ist nicht mehr zu erkennen. Das ist der traurige Zustand, den wir im Moment vorfinden. Das ist der erbarmungswürdige Zustand, den wir im Moment vorfinden. Und deswegen ist von dieser Seite keine Antwort auf das zentrale Problem, das ich eben angesprochen habe, was hält eigentlich unsere Gesellschaft zusammen, mehr zu erwarten. Also müssen es andere geben. Also müssen wir es geben. Und ich sage das im vollen Bewusstsein, dass wir dafür, Bündnis 90 die Grünen, nicht gebaut und nicht gegründet wurden. Aber wir haben es geschafft, eine Vertrauenskultur zu entwickeln. Wir wissen heute, dass Macht nicht bedeutet, der große Vorsitzende zu sein und einer sagt alles und alle trotten hinterher, sondern führen im Team bedeutet, miteinander um die besten Ideen zu ringen und dann gemeinsam nach außen in einer Geschlossenheit und Solidarität diese Gemeinsamkeit zu vertreten. Das ist unsere Aufgabe, die wir jetzt annehmen müssen. Da stehen wir heute und beginnen wir doch am besten mit der bayerischen Kommunalwahl. Ich weiß, dass eine eurer beiden Regierungsparteien, die nach der letzten bayerischen Landtagswahl auch nur noch eine besonders große Regionalpartei ist, ehrlicherweise, eine andere Selbstwahrnehmung hat und dass laut gebrüllt wird, auch heute wahrscheinlich in Passau beim Aschermittwoch, aber in einer Zeit, wo lautes Brüllen eher ein Zeichen der Schwäche und der Unsicherheit ist, will ich euch aus Berliner Perspektive einmal einen Blick auf das Brüllen aus Bayern geben. Ich stelle mir das so vor, dass der bayerische Ministerpräsident immer, wenn er zur Präsidiumssitzung der Union in den ICE steigt, glaubt, er steigt als Löwe ein. Aber wenn er in München, in Bayern, in Berlin aussteigt, dann ist er ein kleines Kätzchen, das sich nicht in keinster Weise durchsetzen kann, trotz oder gerade wegen der lauten Töne. Ja, noch nicht einmal gegen Frau Kramp-Karrenbauer, die erbarmungswürdig an ihrer eigenen Partei gescheitert ist, kann er sich durchsetzen. Dass die CSU sagt, wie die Kanzlerkandidatur aussieht, die Union pfeift drauf. Selbst diese Union pfeift drauf. Dass die CSU bestimmt, wie es bei der CDU zu laufen hat, ist alles nicht wahr. Das machen die Männer in Nordrhein-Westfalen unter sich selber aus. Dass die CSU in Berlin für bayerische Interessen redet, ist alles nicht wahr. Selbst die Beschlüsse, Bauernproteste draußen vor der Tür, für die Düngeverordnung wurden vertagt aus dem Kabinett oder aus dem Koalitionsausschuss in Berlin, damit die Union sich nicht verhalten muss. Die Union ist für erneuerbare Energien, aber nicht in Bayern. Die Union stimmt dem Klimapaket, diesem erbärmlichen Klimapaket, das nur durch grüne Stimmen im Bundesrat noch einigermaßen gebessert wurde, in Berlin zu. Aber in Bayern hat sie damit immer gar nichts zu tun. Diese Bigotterie, diese Zwiespältigkeit, diese Schizophrenie, die mag vielleicht lokal erfolgreich sein, aber sie lässt in mir tiefe Zweifel aufkommen, ob das, was wir erlebt haben, nämlich die Einsicht nach der bayerischen Landtagswahl, dass man nicht im rechten populistischen Bereich wildern soll, wenn man eine Partei des Anstandes ist, ob diese Einsicht wirklich einer tiefen Überzeugung folgt oder ob nicht tatsächlich es eher so ist, dass man seine Überzeugung sich sucht wie am Grabbeltisch am Black Friday. Den Eindruck hat man, wenn man auf eure Regierungspartei schaut. Zu Recht ist sie eine große Regionalpartei geworden. Auf der bundespolitischen Ebene hat sie nichts mehr zu sagen. Wenn man sich anschaut, was die tieferen Hintergründe sind für all die politischen Debatten, die wir in Deutschland führen. Landwirtschaft, innere Sicherheit, Fragen von Bildungs- und Sozialpolitik, Fragen von Wirtschaftspolitik, Fragen von Mobilität. So gibt es eine Antwort, die man über alles legen muss und die stellt das Problem unserer Zeit dar. Das, was früher vielleicht richtig war, vielleicht, weil man ja Probleme schon vorher gesehen hat, aber das, was zumindest erfolgreich war, ist kein Garant mehr für den Erfolg von morgen. Das, was früher gut zu argumentieren war, ist für die Zukunft nicht mehr zu argumentieren. Und das bedeutet, dass man umdenken muss, dass man die Dinge verändern muss.
Und diese Veränderung sorgt für Verunsicherung. Verunsicherung ist nichts, was man verdammen muss, sondern wir kennen es alle von uns selbst. Wenn die Dinge sich ändern, dann umarmen wir es nicht freudig, sondern wir sind genervt davon. Neues Update auf dem Handy, wir fluchen darüber und sagen, Mist, was ist, wenn ich wieder eine PIN vergessen habe, wenn ich das jetzt wieder hochladen muss. Wenn im Supermarkt Regale umgebaut werden, wie es mir neulich passiert, man freut sich nicht, das verfluchte Katzenfutter 10 Minuten zu suchen und geht dann glücklich an die Kasse und sagt, hey Leute, das war ein tolles Suchspiel, vielen Dank dafür, ich bin zwar zu spät, sondern man ist genervt und noch einen dummen Spruch und dann rastet man an der Kasse aus. Und in einem gewissen Sinne haben wir ein Update der Gesellschaft. Die Regale der Gesellschaft werden gerade neu umgebaut und die Menschen sind verunsichert. Was wir darauf aber brauchen, ist nicht ein weiter so im alten Trott, ein Beschwören der Vergangenheit, sondern Mut und Leidenschaft, die Veränderung zu gestalten und zu erklären. Das ist die Aufgabe der Zeit. Alle, die den Status quo bewahren, lösen kein Problem, sondern sie verschärfen die Probleme der Gegenwart. Ich will es an ein paar Beispielen deutlich machen. Ja, auch in Bayern, in Deutschland wurden sehr erfolgreich Automobile gebaut in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und der Verkauf der Automobile weltweit hat dieses Land reich gemacht, Arbeitsplätze geschaffen, gut bezahlte Arbeitsplätze geschaffen. Das war erfolgreich. Aber heute ist es so, dass jetzt schon ganze Staaten sich verabschieden von den Autos, die in der Vergangenheit erfolgreich waren. Heute ist es so, dass das, was in der Vergangenheit gebaut wurde, in Zukunft keinen neuen Markt mehr hat. Von Neuseeland bis China, über die USA und Kalifornien bis nach Norwegen und Frankreich. Diese Autos werden nicht mehr genommen werden. Und ich rede noch gar nicht vom Klimaschutz. Ich rede nur von Ökonomie. Und das Versprechen, Leute, macht doch weiter wie bisher, hat zu einer existenziellen Krise der Automobilindustrie geführt. Es sind nicht die Grünen, die gesagt haben, ändert eure Produktionsweise, die Gefährdung der Automobilindustrie sind, sondern die bayerische Landesregierung, die Bundesregierung, ein Verkehrsminister Scheuer, der nichts gebacken kriegt, der sorgt dafür, dass jetzt die Sorge für Arbeitsplätze in den Automobilbetrieben groß ist. Das ist der Denkfehler der Regierung gewesen. Die Landwirtschaft, die heute draußen vor der Tür protestiert hat und mit der wir so sehr im Kontakt sind, hat Deutschland reich gemacht. Und zwar wegen ihrer Industrialisierung. Sie hat dafür gesorgt, dass nach Zeiten des Krieges, in Zeiten der Not, Lebensmittel verfügbar waren in einer Qualität und Menge wie nie zuvor in diesem Land, dass wir uns nicht darüber Gedanken machen müssen, wie wir satt werden und wahrscheinlich nirgendwo sonst auf der Welt. Und das ist erreicht worden durch die Produktionssteigerung der Landwirte, die gesellschaftlich gewollt war. Und da wir heute nur noch 10% unserer Haushaltseinkommen für Lebensmittel ausgeben, haben wir 90% über für Bildung, für Sozialleistungen, natürlich auch für Schnickschnack, Handtaschen, Schuhe, Handys und so weiter. Aber wir sind ein reiches Land geworden wegen der Produktionsintensität der Landwirte. Und bevor wir weitergehen in dem Diskurs, kann man das einmal anerkennen und sagen, danke, wir haben das so gewollt, wir profitieren davon und ihr habt es gemacht. Das heißt aber nicht, dass das, was erfolgreich war in der Vergangenheit, für die Zukunft noch erfolgreich ist, denn andere Probleme sind entstanden. Wir haben es gehört, Verlust von Biodiversität, Insekten, Vögel, Nitrat im Grundwasser, ein Aufgeben, ein Sterben der Bauernhöfe, weil dieses System sich gegen sich selber richtet. Also das, was erfolgreich war in der Vergangenheit, ist nicht erfolgreich für die Zukunft. Und wenn man sauber auf die Dinge schaut, dann sind die Probleme der Landwirte und die Sorgen, die wir als Grüne Partei und die Umweltverbände haben, in Übereinstimmung zu bringen. Die Landwirte suchen einen Ausweg aus der Sackgasse, wachse oder weiche, produziere intensiver und günstiger oder gebe deinen Betrieb auf. Wir suchen einen Ausweg aus der ökologischen Krise, wie wir Lebensmittelsicherheit, Ernährungssicherheit herstellen, ohne über Lebensmittel die Lebensgrundlagen zu gefährden. Die Antwort ist doch auf der Hand. Bezahlen wir die Landwirte dafür, dass sie Tieren mehr Platz geben, dass sie Umwelt mehr Raum geben, dass sie auf Pestizide verzichten,
dass sie mehr Abstand zu den Gewässern haben? Bezahlen wir sie dafür, dass sie im Einklang mit der Natur wirtschaften, und spielen wir nicht Landwirtschaft gegen Natur aus? Nicht die Grünen sind die Feinde, auch nicht der konventionellen Bauern, sondern eine Bundespolitik und eine Landespolitik, die die Augen zumacht und immer nur brüllt, weiter wie bisher, wachse oder weiche, der Markt wird es richten, der Markt richtet sie hin. Und so, kann ich immer weitermachen. In jeder Talkshow, wo ich auf Peter Altmaier treffe, höre ich, ja, Umweltschutz und Klimaschutz ist wichtig, aber nicht zu viel, das gefährdet die Ökonomie. Der Gegensatz von Umweltschutz und Ökonomie ist ein Denken der Steinzeit. Es ist genau umgekehrt. Die zukunftsfähigen Wirtschaftsfelder werden Klima schützen. Sie sind nicht etwas, was von außen die Ökonomie begrenzt, sondern das sind Geschwisterpaare. Es ist kein Gegensatz, sondern es sind sich bedingende Pole, von der Energieerzeugung über Speichertechniken, über die Digitalisierung bis hin zu erneuerbaren Energien, vielleicht auch irgendwann mit Windkraft wieder in Bayern. Wenn man den Gegensatz aufbaut, ja, in Europa wird das Budget für Europa verhandelt. Aber bitte nicht zu viel Geld aus Deutschland, das ist ja gegen das deutsche Interesse. Also ein deutsches Interesse oder ein europäisches Interesse ist ein Denken von vor dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Lektion gelernt, Europa ist das deutsche Interesse und wir müssen dafür sorgen, dass Europa funktioniert, für Europa, aber auch für uns selbst, weil es unser Interesse ist, als Staat in der Mitte, als Wirtschaftsnation. Wir haben ein Interesse, dass die Gemeinschaft in Europa funktioniert. Hören wir auf, wie Erbsenzähler zu denken. Investieren wir in Solidarität, und Solidarität bedeutet Prosperität. Das ist eine falsche, eine unpolitische und eine uneuropäische Denke. Beenden wir sie. Wir sparen, um den Haushalt zu sanieren, aber wir häufen öffentliche Schulden in den Kommunen an. Die Schwimmbäder werden teilweise geschlossen, die Schultoiletten stinken. Ich kenne Mädchen, die trinken morgens nichts zum Frühstück, weil sie sich ekeln, in der Schule auf die Toiletten zu gehen. Wir investieren zu wenig in Bildung und Forschung und reparieren am Ende ein System, in dem wir hohe Sozialausgaben immer mehr reingeben. Ist das vernünftig? Wollen wir nicht lieber dafür sorgen, dass Menschen über die Schulen Chancen haben, im Leben ihr eigenes Einkommen zu erwirtschaften, dass sie Chancen haben, sich frei und fortschrittlich zu bewegen und nicht einen Reparaturbetrieb am Ende aufzubauen? Wollen wir nicht Schluss machen mit einer Denke, die Haushaltsschwarze Null ausspielt gegen die öffentlichen Schulden? Wollen wir nicht aufhören mit einer Denke in den Gegensätzen des Alten, sondern eine Politik entwickeln aus einem Guss, die sich traut, die Systeme zu ändern, von innen heraus zu ändern, um über die Systeme auch zu einer politischen Gemeinsamkeit wiederzukommen? Das ist unsere Aufgabe. Das ist die Aufgabe der Zeit. Und wenn man das zusammennimmt, läuft es auf eine Überlegung hinaus. Das, was früher als Gegensatzpaar aufgebaut war, bedingt sich heute. Das heißt, wir müssen aufhören, Politik als Reparaturbetrieb zu verstehen, sondern die Gegensätze im System zu versöhnen. Das bedeutet ein neues Denken. Das bedeutet auch einen neuen Ansatz für inhaltliche Konzepte. Das bedeutet, in Frage zu stellen, was man zuvor gesagt hat. Und ich sage das als Parteivorsitzender, der weiß, wie schwer es ist, sich selbst und auch die eigenen Überlegungen, die eigenen Überzeugungen immer mal wieder zu hinterfragen. Stellt euch eine Bundesparteitagsrede vor, ich will wiedergewählt werden und ich sage, Leute, ich habe das Wahlprogramm, keine Ahnung, der FDP gelesen und soll ich euch was sagen? Ist nicht alles falsch, was da drin steht? Wir müssen nochmal neu nachdenken, bitte wählt mich. Funktioniert nicht so gut. Wenn ich mich hinstelle und sage, alles Idioten außer mir, wählt mich, funktioniert in der Regel Bombe. Wir haben ein System. Wir haben ein System, das darauf angelegt ist, sich permanent selbst zu vergewissern.
Und dieses System kann nicht das richtige System sein, das kann nicht die richtige politische Haltung sein, wenn wir in einer Zeit leben, wo man neu nachdenken muss, wo man neu fragen muss. Sondern es muss möglich sein, Denkräume, Diskussionsräume, Streiträume aufzutun. In einem gewissen Sinne haben wir verlernt zu streiten als Gesellschaft. Aber streiten heißt nicht brüllen und streiten heißt nicht schweigen, sondern eine Neuvermessung des demokratischen Spielraums. Das ist die Aufgabe der Zeit. Und ich komme noch einmal zurück zu unserer Partei, zu Bündnis 90 Die Grünen. Ich habe es schon gesagt, für die staatstragende Rolle, die jetzt erforderlich ist, wegen der Desorientierung der anderen Parteien, der Orientierungslosigkeit der anderen Parteien, der Selbstbeschäftigung der anderen Parteien, die sich ja nur noch um sich selber kreisen. Ich meine, auch die Tage von den anderen Parteivorsitzenden haben nur 24 Stunden und ein bisschen essen und schlafen muss man auch noch. Kann man sich ja vorstellen, wenn man dann vielleicht 18 Stunden über hat, um sich mit Politik zu beschäftigen und 2/3 davon nur mit seinen eigenen Leuten rumtelefoniert, dann bleibt eben weniger Zeit für Regierungshandeln und Auseinandersetzung mit der Gesellschaft. Das ist also nicht abstrakt, was ich sage, diese Selbstbeschäftigung, sondern es ist ganz konkret ein Problem, das unsere Regierung lähmt, das die politische Diskussion in Deutschland lähmt, das diesen Diskussionsraum versperrt und nicht auftut. Aber wir als Partei haben die Aufgabe, genau diesen Raum aufzutun. Denn das, was vor allen inhaltlichen Fragen steht, ist die Frage, wie gelingt es, einen Diskurs zu organisieren, der mit Anstand, aber mit Streitbarkeit, mit Mut zur Debatte, aber mit Respekt vor der anderen Meinung versucht zu agieren. Und es ist verrückt und komisch, dass ich das als grüner Parteivorsitzender sagen muss, weil wir nicht immer nur gute Erfahrungen mit respektvollen Debatten in unserer Partei haben. Aber wir sind gewachsen. Wir sind über uns selbst ein Stück weit gewachsen. Wir sind gegründet worden vor 40 Jahren, auch hier in Bayern, in den ganzen Vereinen und Ortsvereinen, die jetzt 40-jähriges Jubiläum haben, aus einem Zusammenschluss von lauter unterschiedlichen Menschen. Feministische Frauen und ökologische Landwirte, Atomkraftgegner und religiöse Katholiken, unterschiedlichste Menschen, unterschiedlichste Kulturen, unterschiedlichste Sprachen, unterschiedlichste Musik- und Kleidungsstile fanden sich auf einmal in einem Raum zusammen und mussten irgendwie lernen, miteinander klarzukommen und aus der Unterschiedlichkeit der Meinung eine politische Idee zu formulieren. Nun, das war anstrengend und hat mal gut und mal schlecht geklappt. Heute haben wir aber einen Erfahrungsraum in der Partei, der eine moderne Politik möglich macht. Nämlich, und so habe ich begonnen, Tradition nicht mit Einfalt und Einfältigkeit gleichzusetzen, sondern in ihrer Vielfalt bestehen zu lassen. Zu wissen, wo man herkommt und da, gerade weil man ein festes Standbein hat, einen Raum der Ermöglichung, der Offenheit aufzusperren, Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit unterschiedlich sein zu lassen, die Fortschritte von Freiheitsgraden, von offenen Grenzen, einer offenen Gesellschaft, von Liberalität, dass man lieben Leben sich kleiden kann, wie man es will, als Reichtum zu begreifen, um nicht als Bedrohung, die durch eine absurde Leitkulturdebatte wieder zurückgedenkt wird, so nach dem Motto, ich habe nichts gegen Muslime, wenn sie Eisbein essen und Bier trinken. Das eben nicht, sondern es als Chance zu begreifen, dass unterschiedliche Meinungen eine Vielfalt, eine Gesellschaft reicher macht, gleichwohl aber daran festzuhalten, dass wir ein politisches Mandat formulieren können. Das ist das, was wir gelernt haben in der Partei. Und das ist das, was ansteht, was wir jetzt mit dem Land machen müssen. Die Unterschiedlichkeit, die Offenheit der Gesellschaft als politische Idee zu bewahren, daraus aber eine Entschlusskraft, eine Führungsstärke, einen Anspruch zu formulieren, die verschiedenen Prozesse wieder in die Spur zu bringen, eine neue Infrastruktur aufzubauen, Gemeinschaft, öffentliche Räume zu schaffen, wo Menschen sich in der Verschiedenheit treffen können und sich nicht in der Vereinzelung des Internets zurückziehen, eine erneuerbare Energie aufzubauen, die weiterdenkt als nur in der kleinen Lokalität, sondern in einem Netz der Stärken der erneuerbaren Europa auf einer Basis einer europäischen Energieunion wieder zusammenführt. Weltpolitik zu begreifen als Versprechen, dass auch die Kleinländer eine Chance haben, sich gegen die Großen durchzusetzen. Dieses Denken in Strukturen, in Bündnissen, das ist das, die Chance und die Notwendigkeit, die wir haben. Es ist für uns ein Handlungsauftrag. Nehmen wir ihn an.
Und als allerletztes machen wir nicht das, was ich die letzten 5 Minuten gemacht habe. Reden wir nicht über uns. Parteien sind Mittel zur politischen Meinungsbildung in Deutschland. Sie sind kein Selbstzweck. Parteien neigen dazu, alle Kraft zu absorbieren. Und wir kennen das, ihr kennt das auch, wenn ihr eintretet bei den Grünen und dann wird noch der Kassenprüfer gesucht und BDK-Delegierter und man fragt, wann ist denn der Bundesparteitag? Und man sagt, naja, am ersten Adventswochenende, wo ist der? In Bielefeld. Und man sagt, okay, soll ich 3 Tage am ersten Adventswochenende in Bielefeld verbringen? Mach mal lieber nicht. Also man sucht permanent Leute, die sich einbringen in die Struktur. Das ist auch notwendig. Ich habe es eben schon beschworen, wie wichtig es ist, dass die Institutionen Vertrauen schenken können. Aber Parteien sind kein Selbstzweck. Und wenn ich eben die ganze Zeit über die Grünen geredet habe, dann vergessen wir das, wenn wir hier die Halle verlassen. Reden wir über die Probleme der Gesellschaft. Überlassen wir es den anderen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Reden wir über eine Solidarität von Umweltschutz und Landwirten. Reden wir über eine neue Sprache, die den Menschen trotz unterschiedlicher Meinung Respekt und Würde zukommen lässt. Reden wir über eine neue Idee von Gemeinsamkeit in Europa, dass die Tradition, die Regionalität wertschätzt, aber nicht in einem plumpen Nationalismus sich verschanzt. Reden wir davon, dass Zukunft ein Ermöglichungsraum ist, ein Versprechen. Und reden wir davon, dass in der Demokratie wir einen Vorteil haben. Wir können die Dinge ändern. Wir haben eine Wahl. Das ist die große Chance. Wir haben eine Wahl. Wir können als Gesellschaft das sein, was wir als Gesellschaft sein wollen. Also hören wir auf, unsere ganze Energie negativ zu absorbieren, sondern reden wir über die Chancen, die Ermöglichungen, die Aufträge. Da, wo wir hinwollen, reden wir darüber, dass Zuversicht, auch wenn es der schwerere Weg ist, das Versprechen ist, das wir in dieser Zeit brauchen. Halten wir Aschermittwochsreden der Zuversicht und nicht der Bepöbelung des politischen Gegners. Gucken wir gar nicht auf den politischen Gegner. Gucken wir nur noch auf die Probleme. Gehen Sie an, lösen wir sie und beginnen damit am 15. Mai bei der Kommunalwahl in Bayern. Danke.